So, hören Sie gut da hinten, was ich erkläre? Ja. Wir sind jetzt auf der Sonneninsel. Das ist die wichtigste Insel vom Titicacasee. Ja. Und zwar, die ist die wichtigste Insel, weil das die größte ist. Die ist ungefähr 10 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit, mit einer Bevölkerung von 3000 Leuten, verstreut in 4 kleine Dörfern. Jetzt die Insel ist wichtig schon seit der Zeit der Inkas vor allem. Weil nach der Legende her, das haben Sie wahrscheinlich schon in Cusco gehört, Manco Capac bekommt den Auftrag seines Gottes, der Insel, die Sonne, ein neues Reich zu gründen. So, dafür bekommt er einen goldenen Stab. An der Stelle, wo dieser goldene Stab leicht in die Erde sank, sollte das Reich gegründet werden. So, er ist nach Norden gezogen und kommt in Cusco an. Und Cusco ist die Stelle, wo das Inka-Reich gegründet worden ist. Aber der Ursprung ist die Sonneninsel. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Weil in Danken zu dieser Legende, die jetzt wir glauben, dass das stimmt, das ist die wahre Geschichte, können wir sagen, dass der Ursprung von den Inkas, das war die Tiahuanaco-Kultur. Die Kultur, die sich in diesem Gebiet niedergelassen hat, kurz vor den Inkas. Die Tiahuanaco-Kultur ist total ausgestorben nach einer dramatischen Klimaänderung, die im Jahre 1100 passiert ist. Eine Trockenheit, die 80 Jahre gedauert hat. Und das ist jetzt bewiesen worden und studiert worden. Ja? Also die Trockenheit hat wirklich existiert. 80 Jahre Trockenheit. Und dann 1200 nach Christus beginnt diese neue Kultur, und zwar die Inka. Und wo haben die alles gelernt? Die müssen irgendwo das gelernt haben. Steinarbeit, Straßenbau, Landwirtschaft, Medizin, Astronomie und. Und das ist möglich, dass sie das bei der Tiahuanaco-Kultur gelernt haben. Weil die Tiahuanaco-Kultur, das war auch so eine Hochkultur. Ja? Jetzt, wenn wir da runtergehen, da werden wir gleich die alte, originale Prä-Inka-Treppen runtergehen. Und da wird ein schönes Wasser fließen sehen an der Seite. Das Wasser kommt von der Quelle der ewigen Jugend. Achtung! Ja, ja. Wie alt meinen Sie, bin ich, ja? Außer die weißen Haare. Ja, also, aber Quelle der ewigen Jugend, das ist eine Erfindung von den Spaniern. Die Inkas hat nichts Ähnliches wie eine Quelle der ewigen Jugend. Ja, das ist dann später erst gekommen, das mit der Quelle der ewigen Jugend. Aber die Inkas haben das Wasser verehrt. Wenn da 80 Jahre Trockenheit war und die Inkas beginnen eine neue Kultur, wo da ein Chaos war, das muss ganz dramatisch gewesen sein. Und deswegen haben sie Wasser verehrt. Auf einer Insel, wo kein Wasser ist und so eine tolle Quelle zu sehen, das muss natürlich heilig gewesen sein. Ja? So deswegen, die Inkas, die die Insel besucht haben, mussten gesegnet werden mit den drei Sprichwörtern des Reiches. Amasua, Amayuya und Amakeya. Haben Sie das schon gehört? Nein? Das gibt's doch nicht. Amasua, Amayuya, Amakeya. In Cusco, ja? Lüge nicht! Lüge nicht, stehle nicht und sei nicht faul. Das sind die drei Grundgesetze des Inkas. Und das beginnt hier auf der Sonneninsel. Da haben sie mit diesem Wasser den Leuten gesegnet. Und die mussten diese drei Sprichwörter versprechen und einhalten. Ja? Und im Danken zu diesen drei Grundgesetzen, die Inkas waren fähig, das alles zu bauen, was sie jetzt bis jetzt gesehen haben, in Cusco, Machu Picchu, so tolle Sachen. Ja. Ohne dem hätten sie das nie geschafft. Ja? Okay, das ist die Geschichte dann von der Sonneninsel. Amasua, Amayuya, Amakeya ist die Königskordillere und das ist einer der schönsten Bergketten und Sie können sehen warum, ja. Und wir werden dann morgen fahren wir Richtung La Paz und da fahren wir an die Kette entlang. Da werden Sie die einzelnen Berge schön sehen, wir können von relativ. Du noch! Fahren wir, wenn du. Wenn ich. Er ist ein echter Uru. Er
seine Frau, die Frau in Schwarz da hinten, ja? Und die Kinder, der eine, der Samuel, wo ist der Samuel? Samuel! Einer ist ein Sohn und der andere ist der Neffe, ja? Die zwei Kinder, die da drüben sitzen. Okay, er wird uns jetzt erstmal in die Ursprache, die Burkina-Sprache uns bilden. Das ist Fisch von der einheimischen Urwald. Und die Damen da drüben, das sind keine Urwald, das sind Aymara. Und die leben im Festland. Und man hat gemacht in diesem Projekt, dass diese Leute auch hier kommen und Auto verkaufen können. Damit die Buno hier auch ohne Probleme leben können. Das heißt, eine Integration. Noch mehr. Im Buno, die sind schon vermischt. Das sind mehrere, die haben diese Leute jetzt vorgestellt. Er hat auch gesprochen von den verschiedenen Gruppen von Urus, die es noch existiert. Es gibt die einigen im Süden, das sind die Uru Chibayas, Uru Muratos und so weiter. Und im Puno, das sind die andere Gruppe, die letzte Gruppe von Urus. Aber die 33 Urus. Ja.